Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, Freunde, wie versprochen gibt es heute eine Produktvorstellung. Einmal die Aluchan Platin, die vergleiche ich einfach mal mit der Tom Kokocha. Und dann gibt es noch eine kurze Produktvorstellung zu dem hier. Ja, Kalut Lotus Fake, Smokebox, Pipapo. Viel Spaß dabei. Jo Leute, und willkommen zurück. Ich pack's mal hier so hin. So, könnt ihr sehen, also auf der Seite ist die Aluchan Kohle. Ja. Aluchan Platin, erstmal ganz flink ein paar Informationen, also der Hersteller hat mir eine Mail geschickt, wir haben es geschafft, Aluchan Platin Kohle noch die Messlatte ein bisschen höher zu setzen. Aluchan Kohle ist ziemlich fest gepresst, was sich natürlich auf die Festigkeit der Kohle und der damit verbundenen Brenndauer widerspiegelt. Die Ascherückstände haben sie auf ein Minimum reduziert. Gerüche beim Anzünden wurden auch möglichst gesenkt. Ja, Freunde. Also, hier drüben ist die Aluchan Platinkohle, wie ihr hier schon sehen könnt. Und das sind einfach mal wahllos rausgenommen drei Kohlen von der Tom Kokocha Gelb. Ja, was vielleicht dem einen oder anderen als erstes auffällt, wenn ich die mal daneben halte. Ich hoffe, man erkennt das ja. Kohle-Reviews und so ist immer trocken und hier und da. Ich nehme mal vielleicht die beiden. Und zwar kann man vielleicht erkennen, dass die Tom Kokocha etwas größer ist als die Aluchan. Da. Also das ist, sage ich mal, das erste kleine Manko. Die Aluchan sind allgemein ein bisschen kleiner als die normalen Kohlen, Brikos, Tom Kokocha, Pipapo. Vom Schnitt her sind sie gut. Die Tom sind aber besser vom Schnitt her. Ansonsten Brenndauer und Aschebildung, Pipapo, kann ich nichts gegen sagen. Also die Kohlen sind im Allgemeinen gut. Ja? Die lassen sich auch gut teilen, so wie ich gehört habe. Die haben ja einmal so eine weiche Seite und einmal so eine raue Seite. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, auf der rauen Seite hier kann man die dann wunderbar zerteilen, wenn die ordentlich durchgeglüht sind. Ansonsten von der Hitze sind die ein bisschen, wie sagt man jetzt dazu, sind die nicht so heiß wie die Tom Kokocha Gold, ja. Die Tom Kokocha Gold sind in meinen Augen somit die heißesten Kohlen. Trotzdem sind die Aluchan Kohlen gut, ja. Also sie sind in meinen Augen top zum Rauchen. Man muss da nicht viel verschieben, dass die Kohle so viel Hitze abgibt, dass man da aufpassen muss. Kann ich nichts gegen sagen. Ja, preislich liegen wir so bei 4 bis 5 Euro pro Kilo und ich würde sagen, ich baue später mit der Smokebox dann mal ein Köpfchen und dann sage ich euch noch ein bisschen was dazu zur Facebook-Seite von Aluchan und so. Ja, das soll soweit gewesen sein. Falls ihr noch Fragen habt zu der Kohle, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, es ist eine gute Kohle, ihr könnt damit nichts falsch machen. Die Kohle ist mir bisher noch nie zerbrochen. Hitze ist gut, ja. Könnten in meinen Augen noch ein bisschen größer sein, ja, weil man sieht einfach, die ist einfach größer als die kleine Aluchan, also minimal, aber man merkt es und sieht es auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gibt es hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich mit der Smokebox wieder. So Leute, und willkommen zurück. Gleich geht's weiter, ja. Kohle ist vorbei, jetzt gibt es die nächste Produktvorstellung in einem Video. Und zwar gibt es, ja, jetzt noch im Anschluss, kurzes Review, meine Meinung, Abschlussfazit, pipapo. Zu der Smokebox, Kalut Lotus Fake, King Cobra, keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt, ja. Ich gebe gleich mein Statement dazu ab. Ich sage euch erstmal kurz preislich was dazu. Also der Kalut Lotus, der Original Kalut Lotus kostet, glaube ich, 49,95, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Smokebox habe ich jetzt gekauft beim Relaxshop, relaxshop-kk.de. Da ist die, glaube ich, aktuell im Angebot für 19,90 €. Der King Cobra, die King Cobra, wie auch immer, kostet, glaube ich, 5 Euro mehr oder so. Aber da ist ja keine Chrombeschichtung drauf, ja? Deswegen holt euch bloß nicht die Smokebox. Freunde, was habe ich denn da gehört schon wieder von einigen Leuten, ja? Die Chrombeschichtung, wenn die zu heiß wird, da kommen giftige Gase raus. Gut, kann sein, ja. Aber wenn ich dann höre, die DNA, eure DNA kann sich verändern, wenn ihr damit raucht. Und diese giftigen Stoffe gehen in euren Kreislauf. Was weiß ich? Ey, bitte,
Warum müssen denn manche Leute so eine Scheiße labern? Eure DNA wird sich verändern, ja? Ihr werdet, wenn ich mit dem Ding rauche, Freunde, ich werde dann damit rauchen. Und ich mach dann Cut. Dann seht ihr mich vielleicht im nächsten Video als Frau. Ja. Also, wenn ihr euch dachtet, okay, ich fühle mich als Mann jetzt nicht so in der Rolle, ich wäre gerne eine Frau, raucht mal mit der Smokebox, ja? Eure DNA wird verändert, eure komplette Genetik, alles. Ihr bekommt neue Glieder, einige Glieder sind dann weg. Dann kommen vielleicht ein paar größere Glieder raus. Ja, Spaß beiseite, also ganz ehrlich, ja. Ich habe mit dem Teil schon oft geraucht, ja. Und es bilden sich auch Blasen bei der Chromschicht, ja. Mir geht's gut, ja. Also, ich weiß es nicht, was ich da manche Leute rumspinnen, ja. Ich meine, die Chrombeschichtung, schön und gut, aber Leute, ganz ehrlich. Der Hersteller, der das Teil hergestellt hat, ja. Sei es, macht da alles in China billig, mir scheißegal. Ist eine Chromschicht drauf. Die bildet Blasen, ich sehe es ja auch. Aber wenn das Zeug so giftig wäre, ja, dass man davon stirbt oder die DNA verändert sich, ja, oder irgendwas anderes, das kann der Hersteller sich einfach nicht leisten, ja, der kann kein Produkt rausbringen, was sich quasi umbringt, ja. Ich weiß nicht, wir rauchen hier Tabak mit Glycerin, irgendeinen anderen Chemiepiss, rauchen hier mit Naturkohlen, mit Kohlenstoff, pipapo, das Ganze erhitzt sich, brodelt hoch, wir ziehen das in unsere Lunge, ja. Ich weiß nicht, was ist noch gesund heutzutage, ja. Also, erstmal ein bisschen Dampf abgelassen, ja. Ihr könnt ja gerne mal eure Kommentare, eure Meinung zu den Quassel hier von mir in die Kommentare schreiben, so rum, ja. Jetzt habe ich mich wieder selbst gefunden. Ja, also wie gesagt, ich habe mit dem Teil geraucht. Ich habe mit der Powerbowl RT geraucht, mit der werden wir dann auch gleich noch rauchen. Wie gesagt, für Leute, die jetzt noch gar nicht wissen, was hat das Teil für einen Sinn und so, ich weiß es selber nicht, ja. Die Powerbowl RT ist, sag ich mal, ganz cool dafür. Ihr könnt aber auch andere Köpfe nehmen. Ich glaube, die normale Powerbowl geht auch. Einfach mal in Facebook-Gruppen gucken, welche Köpfe ihr dann noch benutzen könnt und so. Daten und so findet ihr alles bei Google. Ich bin jetzt nicht so ein Datenmensch, der ich sage, okay, 4 mm, guckt da ein bisschen rüber hier und da. Nee, ich erkläre euch das kurz und bündig, Freunde. Ihr baut quasi den Kopf. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht so ein Kopfbauvideo sehen wollt zur Powerbowl RT mit der Smokebox Kalut Lotus Fake Wind Bobble, wie ihr es nennen wollt. Ich baue das ganze Teil, ich werde vielleicht dann noch ein Bild einblenden. Dann setzt ihr das Teil oben drauf. Ihr macht hier zwei Kohlen rein, mehr passen hier nicht rein. Das ist vielleicht der erste und einzige Vorteil, den ich sehe. Okay, hier passen zwei Kohlen rein, ihr könnt mit zwei Kohlen lange rauchen. Wie gesagt, zwei Kohlen hier oben rein, ihr macht das Teil hier oben drauf. Macht dann, ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Ah, das ist ein bisschen unscharf hier vorne. Ihr könnt hier auf und zu machen für die Hitzeregulierung. Dreht das Ganze auf zu, lasst das 5 Minuten stehen und dann könnt ihr anrauchen. Das ist schon wieder ein Fail für mich, ja, 5 Minuten warten. Aber gut, ich werde mich dann gleich weiter auslassen, nachdem ich den Kopf gebaut habe, Freunde. Ich rauche übrigens mit zwei Aluchankohlen und dann werde ich dazu noch ein bisschen was sagen. Das Video wird schon wieder überlänger haben, aber kein Problem, ja, es ist Sonntag, da kann man sich mal entspannt eine Pfeife anmachen und den Schmitty beim Quatschen, beim Ausrasten zuhören, zugucken, wie auch immer. Jo, ich mach die Kohlen an, kommen wir ein bisschen runter und dann sehen wir uns gleich. Jo Leute, und willkommen zurück. Ich bin jetzt gerade fleißig am Anrauchen, habe jetzt wirklich 5 Minuten gewartet. Und jetzt darf ich schon mal die ersten paar Züge machen. Also ich habe schon ein bisschen angeraucht. Ja, um nochmal kurz auf die Aldochan zurückzukommen. Ihr könnt auch gerne mal die Facebook-Seite von Aldochan liken bzw. da mal vorbeischauen. In regelmäßigen Abständen finden dort auch Gewinnspiele statt. Ansonsten, wo gibt es diese Kohlen? In allen gut sortierten Online-Shops. Bei mir zwar nicht, ja, bei mir ist, ja doch, bei mir ist sortiert, aber ich habe auch nicht alles, ja. Also einfach mal googeln. Aldochan Platinkohle und oder Aldochan Platin Naturkohle, Aldochan Naturkohle, wie auch immer, ihr werdet das definitiv finden, ja, ihr seid ja nicht so ganz doof. Ansonsten, ja, Gewinnspiele, wie gesagt, gibt es auch. Probepakete gibt es auch in den meisten Shops, da sind dann so drei Kohlen. Also falls ihr mir irgendwo bestellt, beim Relax Shop, ich weiß gar nicht, ob die haben. Ansonsten bei Shisha Nil oder sowas, einfach mal fragen, ob ihr da dieses kleine Probepäckchen von Aldochan Platin bekommen könnt. Wird euch dann bestimmt beigelegt, dann könnt ihr die testen, wenn ihr die gut findet, könnt ihr die kaufen. Ist eine ganz coole Sache, dass es so eine kleine Probepäckchen gibt. Muss man sich nicht gleich ein Kilo kaufen, sondern bekommt einfach mal gratis von dem Shop noch ja, so ein Einmalkopf, sage ich mal, um die zu testen.
ganz coole Sache. Ja, ansonsten zu der Kohle noch abschließend zu sagen, Kaufempfehlung ja oder nein. Also ich bin mit den Kohlen zufrieden. Wie gesagt, die sind ein bisschen kleiner, sind nicht so akkurat geschnitten wie die Tom oder die Cocobricos. Aber gut, ja, das macht jetzt auch nicht so einen krassen Unterschied, wenn da vielleicht mal so eine Ecke nicht hauchdünn fein geschnitten ist. Ja. Also Freunde, Kaufempfehlung für die Kohlen, könnt ihr nichts falsch machen. Wie gesagt, die brechen nicht, Hitze ist völlig in Ordnung. Sind zwar ein bisschen kleiner, aber ich habe auch schon mit dem Hersteller geschrieben, da wird sich noch was tun. Das hat er mir versprochen. Ob es durchgesetzt wird, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal schon, ja. Weil es liegt ja auch in dem Interesse von dem Hersteller, dass die Kohlen gut sind. Wenn die Kohlen scheiße sind, kauft keiner. Also nochmal ran und gute produzieren, dass die wirklich auch akkurat geschnitten sind. Gleiche Größe am Pipapo. Ja, dann war es das zu den Kohlen. Jetzt werde ich noch ein bisschen, ja, auf die Smokebox eingehen, Freunde. Ich habe mich ja schon damals zu geäußert, ja, zu dem Kanut Lotus, wo ich noch nicht hatte, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass ihr da an einem Kopf 10 Tage nuckeln könnt, ja, ein bisschen übertrieben, dass der Geschmack so intensiv ist und so. Und ja, meine Meinung bzw. mein Bauchgefühl hat sich einfach bestätigt, ja. Es raucht gut, der Kopf hält lange mit 2 Kohlen, Geschmack ist da. Das gleiche kriege ich aber auch mit Alufolie oder mit dem Kamin hin, ja. Da muss ich mir jetzt kein Kanut Lotus holen oder ich sag mal die Fakes davon, ja. Für alle Leute, die sich aber sagen, ich kaufe es mir trotzdem, ihr könnt es gerne kaufen, ja, ihr macht nichts falsch damit. Aber lieben Gruß an die Leute, die hier in den Foren oder in den Facebook-Gruppen geschrieben haben, ja, du hast keine Ahnung und du verkackst den Kopfbau und damit kannst du geil rauchen, Geschmack ist intensiver und so, völliger Schwachsinn, ja. Ich habe mir das Ding extra deswegen gekauft, damit ich meine Meinung nochmal selber bestätigen kann. Und es hat einfach meine Meinung bestätigt, ja. Ich habe jetzt schon einige Köpfe geraucht. Ich habe auch in Berlin geraucht mit Sven, Stefan, Paul, Mike, lieben Gruß an euch alle, falls ihr das Video seht. Die haben auch, glaube ich, mit der Powerball RT geraucht oder hatten noch ein paar andere Köpfe. Bei dem Kanut Lotus gibt es ja, glaube ich, diesen irgendeinen Funnel oder so gibt es noch dazu, ja, der auch mega teuer ist. Und da habe ich jetzt, es war mir klar, ja, da habe ich jetzt, wir haben auch geraucht, die haben ein super Setup gebaut, ja. Sven hat den Kopf echt top gebaut. Aber der Tabak hat nicht anders geschmeckt als sonst, ja. Also es war jetzt nicht so, dass, boah, der hat noch geiler geraucht, noch intensiver geschmeckt, ja. Ist es nicht. Also es ist in meinen Augen neutral, wie Alufolie oder Kaminaufsatz, ja. Hebt sich nicht ab, das Teil in meinen Augen. Dass ich jetzt wirklich sage, okay, Leute, echt, Revolution, richtig geil. Ist es nicht, sorry. Ist meine Meinung. Ganz viele haben bestimmt eine andere Meinung oder sind meiner Meinung. Aber es ist kein Muss, den zu haben. Ja? Und es ist auch wirklich nicht, ich wiederhole mich, glaube ich, hier tausendmal, es ist nicht so, dass es einfach krasser schmeckt oder besser raucht. Es hat den Vorteil, ihr raucht mit 2 Kohlen genauso lange, sage ich mal, wie mit dem Kamin mit 3 Kohlen, sage ich mal. Die Hitze wird da länger gespeichert. Ihr habt indirekte Hitze. Negatives ist vielleicht beim Original Lotus der Preis, bei den Fakes jetzt wiederum nicht. Negativ sehe ich auch, dass ihr die Kohlen reinlegt und das Ding muss erst heiß werden, müsst ihr 5 Minuten warten. Jetzt kommen wieder die Pro Kanut Lotus. Ja, dann macht doch was anderes in der Zeit. Nö. Ja, ist für mich so ein kleiner negativer Punkt. Objektiv bewertet, weil ansonsten mache ich die Kohle an, Hütchen drauf, 3 Kohlen oder Alufolie und dann läuft es und dann muss ich nicht erst warten. Aber okay, Freunde, ich nehme erstmal nochmal einen Zug, ich weiß gar nicht, das Video geht bestimmt ganz lange. Ich will euch auch nicht länger aufhalten. Falls euch das Video gefallen hat, Freunde, Däumchen nach oben. Ich rutsche mal rüber, hier drüben kommt ihr zu meinen letzten beiden Videos, klickt da mal rein. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. War vielleicht auch mal wieder ganz lustig, dass ich hier so ein bisschen, ja, ausgerastet bin, in Anführungsstrichen. Meine Meinung gesagt habe. Wie gesagt, alles, was ich hier sage, alles ohne Gewähr, ist meine Meinung. Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr eine andere Meinung seid, gebt einen Daumen runter, ist auch nicht schlimm, ja. Werde ich auch überleben, genauso wie die DNA. Ach, ich lasse es sein. Leute, ich bin raus, haut rein, euer Shisha-Schun. Peace.